Das wird jetzt nicht einfach, aber versuchen wir es. Wie viel Gewicht hat Ihr Leben? Stellen Sie sich mal vor, Sie trügen einen Rucksack. Ich möchte, dass Sie ihn mit all dem Zeug packen, das Ihr Leben ausmacht. Beginnen Sie mit den kleinen Dingen. Erst was in den Regalen liegt, dann in den Schubladen, der Krimskrams. Jetzt kommen die größeren Sachen. Kleidung, elektronische Geräte, Lampen. Ihr Fernseher. Der Rucksack dürfte schon recht schwer sein, aber es geht weiter. Ihr Sofa, Ihr Auto, Ihre Wohnung. Ich möchte, dass Sie das alles in diesen Rucksack stopfen. Als nächstes sind die Menschen dran. Beginnen Sie mit Bekanntschaften. Freunden von Freunden, Kollegen aus dem Büro. Und jetzt kommen Sie zu den Menschen, denen Sie Ihre intimsten Geheimnisse anvertrauen. Ihre Brüder, Ihre Schwestern, Ihre Kinder, Ihre Eltern. Und schließlich Ihren Mann, Ihre Frau, Freund oder Freundin. Alle mit rein in den Rucksack. Spüren Sie das ganze Gewicht. Sie können sicher sein, Ihre Beziehungen wiegen am schwersten in Ihrem Leben. Die ganzen Diskussionen, Streitereien und Geheimnisse, die Kompromisse. Je langsamer wir uns bewegen, desto schneller sind wir tot. Sie können sicher sein, Bewegung bedeutet Leben. Manche Tiere sind dazu bestimmt, einander zu tragen, ein Leben lang in einer Symbiose zu leben. Liebende, die zueinander finden, monogame Schwäne. Wir sind keine Schwäne. Wir sind Haie.